kleine Video zeigen, wie man nach einem Tag von Energiearbeiten, von Lichtarbeiten, wie man schnell in kurzer Zeit die Aura Reinigung und lasst die Aura einmal schnell durchbefreien und sauber machen. Also ich mache gerne einen Abend nach dem Feierabend mit meiner Föhn. So, weil wir hier in Deutschland ist mehr Kälte als bei uns in Asien. Und das ist eine wunderschöne Arbeit, wenn man mit dem Föhn so zu arbeiten, damit reinigen wir auch die unsere Chakra. Richtig den Kopf ausschütten, da mit die Probleme am Tag auch richtig wegschütten, schnell alles loslassen. Lassen wir nicht mehr im Kopf. Auch da hinten ist sehr wichtig, dass wir den Kopf befreien. Und natürlich nach einem Tag ist die Augen auch sehr müde. Und kann man auch schön alle die Vitalpunkte aus dem Gesicht nochmal durchführen durch den Erwärmer. Und die Ohren natürlich. Ja, und die Nacken nicht vergessen. Also hier, dieser Bereich ist auch sehr viel verspannt, ne? Und kann man schön mit den Händen so knetten, mit dieser Wärme, dann wird die Schulter ist auch schnell wieder befreien. Kann man schön alles loslassen. Und dieser Bereich, ne? Herzchakra-Bereich und Halschakra. Da oben natürlich dritte Auge und Kronenchakra. Gehen wir auch kurz einmal in die Mitte. So, die Nacken. Damit die Schulter ist auch wieder frei. Das bleibt nicht diese Verlagerung und diese Verklebung. Und natürlich ist das schöner, wenn man jeden Abend das tut. Und das dauert nicht lange. Ich glaube, in 5 Minuten sind wir fertig. Ja, natürlich in die Hände. Das ist für uns den ganzen Tag mitgemacht. Und das ist auch eine schöne Wohltun für unsere Körper. Ich mache das auch von Gewohnheit und das fällt nicht in mein Leben, sondern mache ich das täglich. Ist noch viel angenehmer, wenn im Winter und Abend macht man. Also welche Stelle manchmal spürt man ein bisschen wärmer als die andere Stelle und deswegen kann man auch ein bisschen weich, ne, mit dem Föhn. Muss man auch nicht ganz nah. So, ich habe auch mal getestet und das ist nur in 5 Minuten, dann sind wir fertig. Ich mache noch mal für meine Augen, damit sie nicht so müde.
und kann man auch schön hinterher kippen und machen wir auch für die Füße. Ist das natürlich ideal, ne? Und man bleibt gesund. Also, ich wünsche euch viel Gesundheit und bleibt jung. Jung und schön und glücklich und fühle. Alles, alles Liebe.